Das letzte Mal bei Varro 4. Wir wollen aktuell Ari snipen. Wo ist sie? 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 Ich sehe sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sie hat sich verdammt, am Portal ausgeloggt. Coronas sind auch da. Okay, ich glaube, die wollen mich. Oh Mann, wir haben echt den ganzen Tag gewartet. Sie muss sich hier vorne irgendwo ausgeloggt haben. Also im Nether ist sie safe nicht, sonst hätten wir die auf jeden Fall abgefangen. Ah, scheiße, ey, das gibt's doch nicht. Ari, wir kriegen dich ja, noch. Ja, so ist das. Dann crafte ich mal eben, ich mach das auf den Flamebogen. Und auf meinem Buch würde ich auch nur Glück 2 kriegen, das ist auch doch unnötig. Doch, Glück 2! Und so geht es weiter. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Varro 4. Dabei wie immer der liebe Corona. Metal, Leute. Nice. So, wir haben gerade ein bisschen die Zeit im Auge, denn gleich ist es 16 Uhr, das heißt, gleich startet der Server oder ab gleich dürfen wir joinen. Genau, wir haben nämlich heute uns wieder einen kleinen Plan gemacht. Letztes Mal war der Sniper leider auf Ari nicht erfolgreich. Ich hatte mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte, sie hätte bei mir ist jetzt 16 Uhr, wollen wir rauf? Ja, wir gehen drauf. Okay, go. Ich hatte gedacht, dass sie vor dem Portal steht. Okay, wir sind drauf als Einzige. Noch sind wir die Einzigen. Noch sind wir die Einzigen. Mal sehen, was jetzt gleich noch kommt, ja. Okay, man kann anscheinend noch nicht essen. Sie war aber leider im Nether und zwar nah am Portal. Sie hatte leider gesneakt. Also wir hätten es schaffen können, aber wir wussten halt nicht, dass sie da ist. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Stell du mal den Amboss hin, du willst doch deinen Bogen. Ja, genau, gehen, ne? Pass auf. Der Amboss auch. Du kriegst das Buch, da ist Sharp 3. Die Spitzhacke soll ich auch von dir nehmen. Ne? Die Spitzhacke auch, genau, da machst du nämlich dein so, Dings drauf. Werf du mir mal bitte noch die Woodlocks zu. Moment, ich habe kurz deine Spitzhacke gemacht. Wie viele Woodlocks brauchst du? Jetzt gib mal 5 oder so, keine Ahnung. Also hier. So, pass auf. Any Art ist drauf, okay. Okay. Ja, vor dem habe ich jetzt nicht so Angst. Ist der alleine? Müsste er, ja. Hier hast du deine Spitzhacke. Danke. Achso. Okay, ich mache jetzt Sharpness 3 auf mein Dia-Schwert, ne? Oder ja. Oder wie war das? Ja, genau. Sharp 3 aufs Dia-Schwert. Ich crafte erstmal die Bögen zusammen. Stell mal kurz ein Bücherregal hin, nicht, dass ich. Vielleicht kriege ich ja noch Fire Aspect drauf. Achso, ich wollte mir nicht jetzt eh auf Max. Achso, nee, warte mal, wir machen erstmal 1. Was kriegst du drauf? Sharpness 1. Ja, gut, dann. Dann lass es. Warte mal, dann stech ich noch die anderen auf. Ja. Wir hatten zwar gesagt, wir machen das woanders, aber ist ja, egal jetzt. Ja, das geht jetzt doch schneller, als ich gedacht so. Okay, Minuten, ich crafte so. Jetzt erstmal die Bögen zusammen, denn, was ich nicht gesehen hatte, ich habe Power 4 Infinity. Nee, ich bekomme nur Bane of Anthropodes, also das macht keinen Sinn. Dann. Und was hast du bei den anderen? Hast du irgendwo einen Sharp 1 oder 2 oder so? Nee, bei allen drei nur Bane of Anthropodes. Okay, dann, Veni und, okay, alles was klar. Da los? Ja, die werden wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, was wir jetzt nämlich vorhaben. Denn wir werden wieder einen Snipe vorbereiten, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr so viel Schiss wie sonst vor denen. Die sind auch, glaube ich, soweit ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo die jetzt aktuell sind, aber, ich habe auch keine Ahnung. So, pass auf, ich hab jetzt den Bogen, pass auf, wir legen uns jetzt alles mal so hin, wie wir kämpfen würden. Pack mal dein Inventar hin, wie du kämpfen würdest. Ja, ich habe auch noch ein bisschen das nämlich auch. Wir müssen uns nämlich jetzt hier bewegen. Ich habe noch keinen Stein. So. Dann gucken wir mal. Den Cauldron. Ich wäre fertig. Wollen wir los? Ja, ich schaue gerade so. Na, ich mache lieber den hier. Ne, wobei, wir müssen uns gleich wahrscheinlich hochbauen. Ja, wir müssen los. Und zwar, wo war der Spawn? Warte, wir waren doch hier irgendwo in der Nähe vom Spawn. Ich mach einfach Koordinaten auf und geh zu 00. Was ist das hier? Das ist 00, aber in die Richtung. Okay. Wir müssen da lang. Ich hab gar keine Erinnerung mehr an die letzte Folge, wie wir hier hingekommen sind, ne? Geht mir genauso. Warte mal. Wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Sind wir von da gekommen? Wir sind doch über die Fastbridge-Leiter von dir gegangen und so. Aber ne? Wo ist Vielleicht die? Vielleicht finden wir die wieder. Shit, man, als ob wir nicht rauskommen. Nicht. Egal. Moinsen. Lass uns einfach nach Koordinaten gehen. Ja, ich glaube, wir müssen hier hoch. Das ist okay. Krass, ey. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich mich jetzt so. Da vorne steht ein Ofen. Waren wir schon mal hier? Ja, hier, wo der Ofen ist, dann weiß ich wieder, wo es lang geht. Dann war das nämlich hier, wo Logo und waren. Dann geht es jetzt hier weiter. Da haben wir uns dann auch unseren Weg gebaut. Irgendwo. Nee. Echt? Doch. Das ist hier. Ah, hier, stimmt. Genau. Und dann jetzt müsste es gleich links gehen. Genau. Wir sind links hoch, sind wir. Ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich glaube, wir waren eben schon näher dran, aber wobei, nee, passt. Na gut, so viel näher hätten wir nicht mehr gekonnt, aber
Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wo es lang geht. Warte. Ja, hier ist der Weg. Okay. Warte, ich muss essen. Ich auch. Essen ist halt auch so eine Sache, also wir müssen vielleicht nochmal wieder ein paar neue nehmen. Ich weiß nicht, wie viel hast du noch? Ich habe noch fast ein ganzes Stack gebratenes Kuhfleisch, also... Also ich habe ungefähr noch ein Stack Essen. Insgesamt, mit allem Zeug. Drum und dran. Aber, na gut, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, dann... Ab zum Spawn. Ich weiß nicht, ob Veni und Basti nicht auch hier drin sind. Das wäre jetzt... Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich auf die treffen könnte, würde ich sagen, im Nether wär mir am liebsten. Allein, weil wir diesen Bogen haben, hier durch. Allein, wo durch? Hier durch, rechts. Ah, da, okay. Da weiß ich nicht mehr so sicher. Allein, weil wir den Bogen haben. Und wenn der jemanden genau, anzündet, brauchen die ewig, um sich zu löschen. Du hast doch noch einen Cauldron, ne? Ich hab noch einen Cauldron, ja. Okay. Übrigens, Ari wäre jetzt hier links hinter der Wand gewesen. Ja, das weiß ich, haben wir ja eben gesehen. Ärgerlich, ärgerlich. Schade. So, immer schön auf Max essen. Gar nicht mal so schlecht gerade. Ich glaube, das schaffen wir. Das passt, ja. Oh, jetzt einfach nur nicht gegen die am Spawn hier. Wobei, wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit, um das... Vorsicht, Loch. ...das alles aufzubauen, so wie es sein soll, ne? Okay, es kann sein, dass Basti und Veni am Spawn sind, ne? Deswegen aufpassen. Sind die hier irgendwo? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du? Lass mal weg. Ich bin schon ein bisschen rausgelaufen. Ja, ich sehe dich. Ich gehe zu dir. So, warte mal. Welche Koordinaten waren das jetzt? 1000 ungefähr und minus 300. Esse ich immer voll, falls die hier irgendwo sind, ne? Das ist auf... Warte mal, auf der ist es schon in die Richtung. Und in die Richtung. Okay, dann müssen wir da lang. So. Wir haben jetzt gar nicht genug Lava, um das so zu bauen, wie du willst, ne? Ach so, das stimmt. Also, fuck. Wollen wir noch einen Lava-Eimer aus der Hölle mitnehmen? Nee, haben wir keine Zeit mehr für. Ja, okay, dann lassen wir das. Okay, dann müssen wir uns irgendwas anderes aussehen. Jetzt sind wir ja in Lavasee unterwegs. Das wäre gut, ja. So, ich guck mal. Ja, die Sichtweise wurde übrigens auf 100 gestellt. Genau. Glaube ich. Huch, ist so ein Enderman. Vorsicht, Loch hier und so. Und falls du noch irgendwas zu essen siehst, nehmen wir das alles mit. Ja. Also es kann übrigens sein, wir können ja einfach sagen, was wir vorhaben. Wir wollen zu Izzy gehen, denn Izzys Koordinaten sind öffentlich. Und wir vermuten, dass halt sehr viele Teams auch dorthin gehen werden. Und wir nehmen natürlich auch Izzy, aber primär wäre es natürlich auch geil, wenn andere Teams, wie zum Beispiel Phasen, der halt deutlich besser equipped ist, wenn wir den dort irgendwie schnappen könnten. Oder jetzt halt wahrscheinlich auch Vini und Basti. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf Izzy abgesehen haben, weil Izzy hat eigentlich kein Loot für die, was für die irgendwie wichtig sein könnte. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die es lassen und einfach jetzt weiter minen gehen. Ist jetzt natürlich die Frage, warum joinen die dann direkt um 16 Uhr? Ne? Das haben sie schon mal gemacht, einfach nur einfach für die LOLs so. Okay. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter rüber. Der ist nämlich in einem Hills-Biom. Wir haben jetzt 7 Minuten, also die Hälfte ist schon rum. Aber wir sind gut in der Zeit. Ja. Ich würde sagen, es läuft. Wir müssen auch wieder Holz haben. Wir können aktuell nicht unsere Bücherregale noch erneut aufstellen, ne? Echt? Oh, das ist natürlich nicht so nice. Aber, wie gesagt, da sind auch Bäume, wo wir hinwollen. Und ich habe noch eine Axt. Alles gut. So, wir gucken mal. Noch ein bisschen Kaninchen. Hast du jetzt eigentlich Sharp 3 aufs Schwert gemacht? Nee, noch nicht. Das machen wir doch da hinten, oder? Okay, dann machen wir das gleich. Ja, dann müssen wir halt nur hoffen, dass wir jetzt nicht gegen Veni und Basti kämpfen. Ja, sonst müssen wir halt auf Fernkampf gehen. Hast du noch Kartoffeln? Wir müssen halt noch links... Da hinten, hinter den Berg müssen wir. Ich glaube, die Kartoffeln sind in unserer Kiste. Ja, gut, nicht weiter schlimm. Okay, ja. Nicht weiter schlimm, dann nimm aber mal hier... Aber die haben wir auf jeden Fall noch. Ich werde die niemals weggeworfen haben. Sonst wäre ich ultra dumm, aber die sind safe in der Kiste. So. Wir nehmen einfach mal alles mit, was hier noch ist. Schaust du mal kurz nach hinten? Nicht, dass wir irgendwie verfolgt werden, aber... Ja, alles gut. Es kann halt auch sein, dass die jetzt auch gleich hier aufkreuzen werden, ne? Deswegen gleich mal ein bisschen aufpassen. Das wäre umso lustiger dann, wenn wir uns erstmal. Ja, das Problem ist, es regnet, ne? Es regnet. Das heißt, unsere große Stärke mit dem Flame, den können wir hier nicht ausspielen. Mhm. So, warte, ich nehme nochmal da vorne. Hier ist auch noch ein Dings und ein Pferd. So, hier rüber. So, die müssten nämlich jetzt... Kühe, essen. Ja, nimm auf jeden Fall mit. Aber nicht weiter aufhalten lassen, also nur was nee, ich im Laufen schon, kriege, genau. Nehme ich, was nicht. Hier sind EP. Moment, die lagen hier einfach so rum?
Ja, ich weiß nicht, ob die vielleicht von der Kuh sind, die ich gerade weggefetzt habe. Ja, so, ja. Okay. Es müsste jetzt 900, wir müssen noch ein bisschen weiter. Da vorne, jetzt hier um die Ecke müsste das sein. Sprich, warte. Hier kam er irgendwo aus dem Berg. Der ist dann weitergelaufen. Da vorne ist Lava irgendwo. Die sehe ich runter. Ja, warte ganz kurz. Warte mal, wo sind wir? 963. Und wir müssen weiter in... In die Richtung. In die Richtung müssen wir weiter, okay. Ah, hier, da vorne am Berg ist er dann. Ah, genau. Jetzt geradeaus müssen es sein, oder? 375. Der steht... Ah, warte mal, da ist schon eine Falle. Irgendjemand hat da schon was gebaut. Hier ist schon was, hier ist schon was. Guck mal, er ist schon eingebaut. Oh, wer ist es? Wer ist es? Na, ihr? Habt ihr Spaß? Grüße von den Kartoffeln? Das sind die Dumb Potato. Early Boy und Dings. Okay, ja, dann würde ich sagen, da mischen wir uns einfach ein, wenn es soweit ist, ne? Auch nicht schlecht. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt hier? Bauen wir dann noch irgendwas? Dann lassen wir die snipen und stauben ab, würde ich sagen. Also eine Falle bauen bringt jetzt ja nichts mehr. Da ist ja schon eine, ne? Was ist hier? Wir sehen euch. Ah, hier sind noch mehr. Dann ist hier noch ein Team, was bleibt. Wollen wir uns da einmischen? Vorsicht, eure Falle wurde modifiziert. Was machen wir jetzt, Nexo? Ich würde sagen, bisschen Abstand halten. Bauen wir selber noch irgendwas? Ich würde mal den Amboss hin. Ich würde gerne mal Amboss, alles klar, ja, alles klar. Wo ist denn der Amboss? Ich hab den nicht, den hast du. Ah, den hab ich, stimmt. So. Warte mal kurz. Achso, warte kurz, bevor du es enchantest. Stell nochmal den Enchanter. Was ist damit? Stell nochmal den Enchanter. Hab ich den? Den hast du. Ach da, stimmt, Entschuldigung. Boah, ich dachte gerade, der wäre weg. Ja, da. Leg mal das Buch rein. Was kriegst du aufs Buch? Ich krieg nur Efficiency. U1. Efficiency. Ich auch, schade. Gib mir mal dein Schwert. Was würdest du aufs Schwert kriegen? Kriegst du ein Sharpness? Nur Bane of Anthropode. Beziehungsweise Sharpness 1 würde ich auch kriegen jetzt ohne. Dann mach Sharpness 1. Wobei. Nee, das ist wurscht. Dann nimm einfach direkt Sharpness 3 drauf. Nimm einfach Sharpness 3 drauf. Ja, würde ich auch vorschlagen. So, ich hab nochmal Prot 2. Soll ich mir Prot 2 nochmal? Warte, ich guck mal kurz auf die. Brustplatte. Ah, bringt jetzt auch nicht viel. Egal, dann lass uns sinnvoll machen. Wir haben nämlich noch ein paar Minuten. Dann lass uns da vorne noch ein bisschen Holz holen. Ja. Ich bin mega erleichtert, dass ich jetzt auch mal ein verzaubertes Schwert habe. Das war ja sonst immer so ein kleiner Negativpunkt. So, und ich traue Vini und Basti halt immer noch zu, dass die hier auch irgendwo sind, ne? Aber. Ey, das ist aber immer krass. Schön, wenn da mehrere Leute snipen. Krass, armer Izzy, Mann. Aber sehr schön. Das wird abgehen heute. Das wird abgehen und wir werden mit dabei sein. Und ich hoffe, dass wir einfach nicht, dass wir uns da nicht ein bisschen zu sehr übernehmen. So, ganz ehrlich. Aber ja, natürlich, das ist auch ein bisschen Glückssache, ob die Leute direkt auf uns gehen oder direkt auf Izzy, was weiß ich, ne? Wir müssen uns auf jeden Fall gut positionieren, würde ich sagen. Ja, ein bisschen weiter im Hintergrund. Wobei das wahrscheinlich einige auch machen werden, so. Am Ende spawnen wir bestimmt nebeneinander. Ja, am Ende spawnen da einfach so 3 Teams oder 4 Teams oder so. Also wie lange waren die Koordinaten jetzt öffentlich? 4 Tage oder so. Ja genau, das heißt, da hatten genug Leute Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja, also ich rechne auch zum Beispiel mit den Einzelspielern, Dalukart und so zum Beispiel. So. Aber Vini und Basti kann ich momentan noch nicht sehen hier. Also ich hätte gedacht, dass die sich auch tatsächlich irgendwie in die Richtung begeben, dass sie das gleiche... Wo genau bist du gerade? Weiter oben. Also links überall. Oder rechts? Ich bin oben. Okay. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass Vini und Basti auch das oder davon ausgehen, wo wir gerade von ausgehen, dass einfach mehrere Leute auf Izzy gehen werden. Und dass sie dann versuchen, halt die ganzen Leute alle wegzunehmen. Genau. Nein, ne? So, warte mal. Ich komme zu dir. Wir haben jetzt noch... Siehst du mich? Ah ja. Wir haben immer noch 2 Minuten, ne? Ey, da vorne ist jemand. Echt? Sneaken. Was heißt? Das war, glaube ich, GHG. Ja, dann lass uns... Der hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Okay, dann komm nach hinten weg, oder? Gehen wir nach oben? Von oben haben wir den Vorteil mit den Bögen. Ja, komm, ey, lass da mal raufgehen. Ist jetzt eine 100 Meter, 100 Blöcke Sichtweite? Ja, okay, aber das war weit genug. Ist der gesprintet oder so? Wo war der? Nö, der war, glaube ich, ganz gechillt. Ich glaube echt nicht, dass der mich gesehen hat. Aber er sneakt. Echt? Ja gut, dann haben die uns gesehen. Oh Gott, jetzt... Haben die einen Bogen, weißt du das? Ein Power-4-Bogen.
Aber der Regen hat aufgehört. Du kannst auf jeden Fall mit deinem Flamebogen. Ja, schau in F5. Schau in F5. Sicher, dass. Ich seh die jetzt. Ja. Wo waren die denn? Also, waren die in der Schlucht oder wo waren die? Kann sein, dass die da reingegangen sind. Es kann halt auch sein, dass Anyart hier noch irgendwo rumspielt. Genau da, wo die Fall. Stimmt, das kann auch Anyart. Weil ich hab's echt nicht erkennen können, wer das war. Bleib mal so ein bisschen hinterm Berg und schau mal mit der 5 um den Berg rum. Ich würde jetzt nämlich ungern meine Position preisgeben. Komm mal da runter ein bisschen. Du kannst mal mit F5 da drüber gucken. So meinst du? Ja. Also bevor ich jetzt nicht... Ja, wir werden gekickt. Lass mal ein bisschen weiter defensiv bleiben jetzt. Wollen wir uns hier reinbauen? Nö, ich würde schon draußen stehen bleiben, damit wir dann, wenn es soweit ist, direkt zu... Da vorne ist jemand. Der ist alleine. Wer ist das? Das ist ein Einzelner. Das ist? Der ist Full Dia. Das sind Veni und Basti. Hier sind Veni und Basti. Abhauen, okay. Oder? Hier, komm. Wir gehen. Sie dürfen nicht sehen, wo wir uns ausloggen. Bleib gesneakt, komm hier rein. Komm hierher. Okay. Boah, ich glaube, Hui. Die haben gesehen, wo wir sind. Echt? Ich glaube, die haben es gesehen, ja. Oh, das wäre jetzt richtig scheiße. Oh Mann, ey. Leute, egal wie es wird, nächste Folge geht's ab, ey. Nächste Folge geht's richtig ab. Das würde ich auch mal sagen. Oh, fuck! Warum haben wir nochmal geguckt? Naja, egal. Sag tschüss. Okay, Leute. Ich würde sagen, nächste Folge wird spannend, wie gesagt. Und dann, ja, schaut beim nächsten Mal auf jeden Fall vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.